von Neuenburg, von der Schweiz. Wie Sie schnell merken werden, bin ich nicht Deutsch muttersprachig. Dann, wenn ich Fehler mache oder wenn Sie nichts verstehen, dann sagen Sie es mir. Was ich heute zeigen will, ist ein Open-Source-Mapping-System, das wir mit viel Kollaboration mit anderen Kantonen und anderen Gemeinden zusammengebracht haben. Und was ich heute zeigen möchte, ist, warum wir das gemacht haben, wie, mit wem und was das Endprodukt ist. Also ich bin am SITN, arbeite ich, der eigentlich die Hilfsstelle von dem Kanton Neuenburg ist. Und wir hatten schon ein Open Source Web Mapping System, aber wir wollten das in 2011 weiterentwickeln und haben gehört, dass dort auch andere Kantone wie Baselland und Gemeinden in unserer Region, also in der Regionen der Schweiz auch solche Geoportale brauchen wollten und entwickeln wollten. In 2012 war die erste Version da und da haben wir schon das zweite Entwicklungspaket vorbereitet und das geht weiter dieses Jahr und hoffentlich auch nächstes Jahr. Das Ganze war ein bisschen auf Mapfish. Oder auf die Mapfish User Community. Ja, wir wollten etwas auf Mapfish entwickeln lassen. Aber das Problem mit der Mapfish User Community ist, dass die sind mehr auf Big Issues und auf Backend Programmbibliothek reden die. Und das ist manchmal so für Kantone oder für Gemeinden, wo mehr über Plugins sprechen wollen oder über Überfunktionalität. Was wollten wir? Wir wollten eigentlich so ein Interface, wo man recht einfach die Layers, die Gruppen und die Themen konfigurieren konnte. Wir wollten auch Plugins in unsere Applikationen oder ins Webmapping-System einfügen, ohne zu viel JavaScript zu schreiben und ohne zu viel Anforderungen für die Gemeinden und die Kantone. Und auch die Möglichkeit, selber Plugins zu entwickeln in diesem System. So, wer sind wir? Welche Kantone und welche Gemeinden sind da einbegriffen? Also das Kanton Baselland, Kanton Jura, Neuenburg, mich und ein paar Gemeinden von der Region Emanik und auch Unternehmen. Und ganz neu ist auch der Kanton Wattstedi und ich glaube, bekannt in Schweiz, der Schweiz. Wie sind wir organisiert? Wir sind eigentlich nicht so gut organisiert. Wir sind eine Usergruppe, haben eine Webseite, aber haben auch überhaupt keinen Status. Da kann jeder machen, was er will, kann jeder geben, was er will, kann jeder entscheiden, was er will. Was wir probieren, ist einfach alles generisch zu entwickeln und hoffen, dass alle dazu stimmen. Nicht immer so einfach, aber ja. Ja. Eben für neue Entwicklungen oder neue Plugins, was machen wir? Hocken einmal zusammen und probieren irgendwelche Spezifikationen da aufzubauen. Und wenn wir eine Offerte überkommen, dann muss halt der Partner die Spezifikation, der diese Spezifikation entwickeln lassen will, dann muss halt diesen Partner muss auch für diese Entwicklung schauen, was es gibt, wie das entwickelt wird und ob es brauchbar ist. Eigentlich hatten wir schon recht viel. Serverseitig brauchen wir Postgres, Pyramid, Mapfish Print, alles bekannt. Clientseitig GeoX, OpenLayers, GXP auch bekannt. Sie sieht ja wie ein anderes Open Source OS Geoportal aus, aber wir haben da viele neue Elemente hineingebracht. Man hat ein Administrationsinterface, man kann den Map Server Layers konfigurieren, ein Proxy, Login, Logout, man kann Layers absichern oder Gruppen absichern.
auch die Installation und die Aktualisierung geht viel einfacher als from scratch wieder am Anfang. Danach haben wir auch gleichzeitig eine neue Bibliothek, die CGXP heißt. Und in diesem finden Sie ganz viele Plugins, die, ja, es geht vom Layer-Tree, Macro-Passivity-Slider und so weiter. Und das Ganze ist mehrsprachig. Sie haben gesehen, es hat viele, viele französisch sprechende Partner, aber also da auch ein Kanton Baselland, die sind eher auf Deutsch, und Kanton Schwyz. Und man kann entscheiden, ob man das Ganze mehrsprachig will oder eine Sprache auslösen. So kann man ein Plugin schnell installieren oder brauchen. Man sieht, es ist nicht so schwierig, einfach der Plugin-Type eingeben und vielleicht nur ein paar Optionen da hineingeben und das Ganze läuft. Es hat auch eine Editions-Interface, wo man direkt Objekte in die PostGIS-Datenbank hineinfügen kann über den Webbrowser. Es hat auch ein Mobil-Geoportal, das direkt konfigurierbar in diesem neuen Produkt ist. Das läuft unter SensorTouch. Da kann man Objekte abfragen, man kann Layers konfigurieren, Zeug suchen, ja, Hintergrund wechseln und so weiter. Das ist die Layer-Konfiguration, das ist einfach ein Snap von der Datenbank, in dem der ganze Layer-Tree drin ist. Man kann neue Layers hinfügen, man kann sie wegputzen, wenn man sie nicht mehr braucht. Und man kann ganz viele konfigurieren. Wie Sie sehen, im SITN, wir haben schon fast 500 Layers in unserem Geoportal. Ja, sobald wir 500 erreichen, dann öffne ich ein Glück. So sieht es beim SITN aus, dann kam zum Neuenburg und alles ist konfigurierbar. Das heißt, Sie können alle Knöpfe wechseln, Sie können alles verschieben. Wenn Sie da nicht die Suchmaschine da öffnen wollen, können Sie sie dort hinfügen und so weiter. Man sieht, das ist ein anderes, das ist Gap Riviera beim Lac Léman. Das ist Baselland und so weiter. Das ist eine andere Gemeinde beim Lac Léman. Das ist RegioGIS von der Alpgis, von einem Unternehmen. Sie sind da in Berner Oberland, implementieren sie so Geoportale. Und man kann vor allem auch seine eigenen Plugins entwickeln. So, Baselland brauchte ein Plugin, das anzeigt, ja, auf diesem Grundstück, welche ist meine Bodendeckung? Und das haben sie selber entwickelt. Das ist das Gute daran. Das heißt, wenn sie nur Plugins für die Gruppe brauchen wollen, können Sie das. Aber wenn Sie mehr brauchen, können Sie auch euch Ihre eigenen Plugins entwickeln. Das ist nicht so schwierig. Das ist bei uns. Da kann man LiDAR-Profiles zeichnen auf der Karte und es gibt die LiDAR-Points aus. Oder das hat Puy gemacht, die Gemeinde Puy, ein eigenes Kontaktformular und so weiter. Da bin ich schnell durchgegangen. Es ist eigentlich, was wir sagen, diese Lösung, ja, sie ist generisch, das ist sie auch. Aber als Kanton müssten wir noch die Kapazität haben, selber neue Funktionalität dahin hereinbringen, die vielleicht andere Partner nicht interessieren. Das war das Wichtigste und das war, glaube ich, auch ein bisschen das Challenge von den Entwicklern, von den Base-Entwicklern, dass Leute wie wir, die nicht so Spezialisten sind in der Entwicklung, auch einbiefen können. Und das funktioniert echt gut. Ist ja cool, aber alle müssen immer zustimmen, wenn wir etwas machen. Und das ist nicht immer so einfach, weil Gemeinden haben andere Probleme oder andere Wünsche als Kantone. Kantone haben andere Probleme als Gemeinden. Dann ist es manchmal ein bisschen, ja, die Gemeinden und die Kantone und alle, dass alle da zustimmen, ist echt schwer. Und ein anderer Punkt ist, es ist Open Source, aber nicht gratis. Das hat, glaube ich, der Arnold von Anfang auch gesagt. Wir haben
echt viel Geld hineingeschoben. Nicht nur, das ist nicht nur Nürnberg, das ist alle zusammen. Und wenn Sie anschauen, sind wir etwa zwischen 10 und 12 Partners. Es gibt ja 20.000, 30.000 Franken. Und jeden Partner gibt, was er kann. Das heißt, als Kanton habe ich vielleicht ein bisschen mehr Geld als eine kleine Gemeinde. Dann kann ich auch ein bisschen mehr Geld geben für die Entwicklung. Das ist sehr wichtig für uns, dass das klappt. Und dass auch Gemeinden, die vielleicht nicht so viel Geld haben und nicht so finanziell so viel Geld dahin nicht so viel Geld dahin geben können, auch mitmachen können. Das war schnell. Jetzt könnt ihr ein Bier kriegen. Also das Ganze ist auf GitHub. Da finden Sie dieselbe Seite. Die ist mit Python entwickelt worden. Und da finden Sie auch die JavaScript-Bibliothek, die CGXP heißt. Und wenn Sie die Gruppe kontaktieren wollen, dann können Sie dieses E-Mail brauchen. Fast sicher werde ich antworten. Ja. Vielleicht antwortet jemand anderes für einmal. Und es gibt auch eine Google-Webseite. Wir probieren so gut wie möglich auf Französisch und Deutsch zu schreiben. Ist nicht immer so einfach, weil ich spreche ein bisschen Deutsch, aber nicht immer so gut. Und das nimmt mir viel, viel Zeit, alles zu übersetzen. So, ja. Dort finden Sie echt viele Informationen, können Sie auch anschauen, welche die Partner sind und so weiter. Und ja, danke fürs Zuhören. Haben Sie Fragen? Eine Frage. Können die Gemeinde und Kantone nur mit Geld einen Beitrag machen oder auch mit Stunden? Wenn Sie Entwickler haben. Es kommt ein, ja. Oder müssen Sie beide machen? Nein, es ist nicht obligatorisch. Ich glaube, der Kanton Watt will jetzt dieses Produkt brauchen, aber ich glaube nicht, dass sie so interessiert sind an Geldspenden für Weiterentwicklung, macht nichts. Sie können auch Stunden dahin geben oder nichts, wenn sie nichts geben wollen. Es ist, ja. Die Produkte sind auf GitHub und die Lizenz ist Open Source, dann können Sie machen, was Sie wollen. Aber wenn Sie vielleicht etwas für die Gruppe machen wollen, dann ist es gut, vielleicht einmal auf die Webseite schauen, was passiert. So, zwei Fragen. Eine Frage bei Kosten. Ja. Wir haben da zu 130 genannt. Waren das Entwicklungskosten, Hardwarekosten? Welche Kosten sind das gemeint? Das waren die Kosten, die wir bezahlt haben. Das heißt, die Partner, also die Leute, die das Geoportal wollten. Jetzt kommt dann noch das Unternehmen, das hat sicher auch noch. Die Frage ist, was haben Sie damit bezahlt? Code. Okay, also Entwicklungskosten. Ja, das ist noch nicht bei uns installiert, es ist noch kein Server hier, es ist nur Code. Und eine zweite Frage, Sie haben da auch erwähnt, dann am Ende, dass diese generischen Entwicklungen, alle müssen zustimmen, aber vorher war die Frage, die Rede von diesen Plugins, wir haben dann diesen wunderschönen Pac-Man-Plugin gesehen, wie ist das, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, wenn man Plugins hat, dann warum hat man so ein Problem mit generischen Entwicklungen, dass alle zustimmen müssen? Warum kann man nicht eigene Plugins entwickeln und proprietäre Sachen eben in eigenen Plugins auslagern? Das kann man auch. Das Plugin, das ich entwickle, das ist auf meinem Trunk. Und diesen Trunk ist privat, das ist mein. Das sieht man nicht auch in der CGXP-Bibliothek. Ist das war das die Frage? Oder? Ja, so ungefähr. Ich verstehe nicht, warum das ein Problem ist, mit allen abzustimmen, wenn es um so eine Entwicklung geht. Aha, weil... Warum kann man nicht einfach ein eigenes Plugin entwickeln? Warum hat man... Ja, sie können es, aber oft wollen alle Partner nicht ein Plugin um ein Profil.
zu teilen. Okay? Und der eine will, dass das Profil so aussieht, der andere will, dass es so aussieht. Und dann müssen sie für einmal sagen, ja, wir wollen, dass es ein Plugin gibt für das, weil sonst muss jeder Partner selber die Maintenance machen. Und das ist ein bisschen schwierig. Es geht mehr um kosmetisch als um Hardcode. Und das ist das Schwierige, wenn Sie so viele Partner zusammen haben, ist, ja, wie kann ich machen, als alle da zustimmen. Kosmetisch, es ist rein kosmetisch, aber es ist nicht so einfach für mich oder für mich. Also versucht man dann, um so viel wie möglich zusammen zu entwickeln? Ja. Andererseits endet man mit 300.000 Plugins nach einem Jahr. Ja, genau. Das ist dann nicht so. Dasselbe mal. Auch für die, in English? Yes. For the time life of the plugin, for the maintenance, it's easier to have one plugin than 35. Sorry, Entschuldigung. So, wenn Sie interessiert sind, kommen Sie mal weiter. Session ist zu Ende. Da war ich, glaube ich, das Ende der Session. Ja. Ja.